Die Isla Valdecañas ist eine kleine Oase für wohlhabende Madrider, nur 2 Stunden von der spanischen Hauptstadt entfernt. Aber der oberste Gerichtshof hat den Abriss angeordnet, weil der Komplex in einem Naturschutzgebiet gebaut wurde. Für die umliegenden Dörfer eine Katastrophe. Es wäre eine Niederlage, für mich im Besonderen, für mein Unternehmen, aber auch allgemein für die Stadt, für alle. Denn am Ende betrifft es uns alle, direkt oder indirekt. Auch die Einheimischen sind verärgert. Die Leute kommen auch von der Insel. Sie gehen oft zur Messe, sie spenden viel. Das ist gut. Im Gemeinderat des Dorfes El Gordo kämpfen sie für den Erhalt der Insel in einer Gegend des sogenannten leeren Spaniens, der Landflucht. In den 60er Jahren gab es 2000 Einwohner. Sie gingen weg und es waren nur noch 300 Einwohner. Dank der Insel leben heute wieder die Enkel hier von denen, die in den 60er Jahren nach Madrid gegangen sind. Das jüngste Gerichtsurteil ist das vorläufige Ende eines seit 16 Jahren andauernden Rechtsstreits. Die Bewohner von Dörfern wie diesem sind besorgt über den möglichen Abriss der Isla Valdecañas. Außerdem würden solche Arbeiten rund 145 Millionen Euro kosten. Die Wahrheit ist jedoch, dass keines der 6 bisher ergangenen Urteile die Rechtmäßigkeit von Isla Valdecañas bestätigt. Die Umweltschützer erhalten ihre Klage aufrecht. Sie verkaufen ein Erschließungsmodell, in dem sie erste Süßwasserleitungen verkaufen, sie privatisieren und einen Steg an einen Ort bauen, der ein Naturschutzgebiet ist, damit vom Aussterben bedrohte Arten hier nisten können. Die Betroffenen können jetzt nur noch das Verfassungsgericht oder die europäische Justiz anrufen, um den Abriss des Komplexes zu verhindern.